Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Jetzt geht's einmal los in Episode 3. In die Episode 3. Jetzt geht es um die Wookwest. Genau. Schlacht über Coruscant. Ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Star Wars, ja? Episode 3. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich Anakin in Episode 3 einfach unglaublich heiß finde. Kann ich auch mal sagen. Aha, so ist das also. Bin ich? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Die Rache der Sith, Kapitel 1, Schlacht über Coruscant. Während die Truppen der Republik verzweifelt gegen die Armee der Separatisten unter der Führung von Graf Dooku und General Grievous kämpfen, entführen die Separatisten auf Coruscant-Kanzler Palpatine. Als die Droidenarmee mit ihrer Geisel flieht, organisieren Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker eine waghalsige Befreiungsaktion, um den Kanzler zu retten. Ja. Ja, und jetzt kommt eine Dingsschlacht wahrscheinlich. So fängt auf jeden Fall Episode 3 an. Mit der Schlacht über Coruscant. Mhm. Oh. Das bist du. Da bin ich. Na, wahrscheinlich ist das wieder genau andersrum und ich bin Obi-Wan oder so. Herrlich. Das könnte jetzt lustig werden. Ich bin gelb. Das dürfte Obi-Wan sein. Achso, ich bin blau oder was? Nee, ich bin gelb oder nicht? Hey. Hä? Mach der Wilhelm Schrei schön. Ich bin im Blau-Gelb. Ich bin gelb. Wir müssen hier erstmal nur durchkommen. Kann man überhaupt so? Also auf jeden Fall müssen wir gleich wahrscheinlich irgendwann. Ich schieße übrigens einfach durchgängig. Irgendwann müssen wir gleich wahrscheinlich irgendwelche Schildtransponder oder irgendwie sowas ausschalten. Ja. Da waren Dings! Da wollte ich hin! Na super. Da ist auch eins. Da! Wo? Zu spät. Da! Das Ding? Da! Ja! Aber nicht. Da. Ah! Nach unten ist nach oben. Ach so, wir ja, müssen das die muss auch erstmal einer wissen. Schon. Das muss auch erstmal einer wissen. Nein! Da ist wieder das der Wild im Schrei. Da, da drüben. Da, das müssen wir noch ausschalten. Da, da, das Ding. Ja, ja, sehr jetzt schön. Ist er wohl. Nur mal eben so einen ganzen Schlachter, guck mal, wie die Lego-Stücke da rausgucken. Okay, nach unten ist nach oben, das sollte man sich merken. Das ist ja völlig bescheuert. Invertierte Steuerung. Genau, invertiert, ja. Das war ja damals so Trend irgendwie. Mhm. Weil wenn du ein Flugzeug, wenn du da nach oben willst, ziehst du den Hebel ja auch nach hinten. Richtig. Kannst du dich noch bei GTA dran erinnern? Invertierte Maussteuerung. Ja. Oh, das war mal das Erste, was ich, glaube ich, ausgeschaltet habe. Ja, das habe ich, glaube ich, auch mal ausgeschaltet. Also bis jetzt scheint das die Droiden nicht wirklich zu interessieren, dass die zwei Jedis fliegen. Nee, aber da ist noch ein Dings. Da ist noch so ein Dings, ja. Also, ich meine, die schießt die ganze Zeit, aber... Ich auch. Ach, ich kann gedrückt halten. Ja, klar. Ich hämmer die ganze Zeit hier auf der Taste jetzt rum. Wirklich? Ja. Ja, man kann einfach gedrückt halten. Könnten sie aufhören, mich so abzudrängen? Mhm. Ah, da war wieder eins, wir haben's verpasst. Guck mal, ich... Ah, ja, ja. Da! Kommandobrücke! Da! Ja! Ausgeschaltet. Wunderbar. Badaboom. Die Knarre läuft auch nicht heiß, also. Nö, die kannst du benutzen die ganze Zeit. Wir schießen jetzt einfach die ganze Zeit fröhlich so weiter. Kann man die auch ausschalten? Nee, kann man nicht, aber wir müssen hier eh unter drunter durch. Ah, da ist Grimms. Dann müssen wir hier jetzt wohl nochmal aufmachen. Zack. Nice. Nee. Jetzt geht er los hier. Ja gut. Ist ja gerade eh nichts los. Also irgendwie. Also es soll so richtig actiongeladen sein, aber so richtig was passieren tut hier jetzt auch nicht, muss ich sagen. Also vielleicht ist das im Singleplayer schwerer, aber. Ich meine, das bisschen, was hier an Feinden kommt, das kannst du mit dem Dauerfeuer einfach wegballern. Ja, richtig. Halt, da ist wieder so ein Ding. Sehr schön. Wobei ich nicht erstmal wieder hier bin.
und fliegst hier einfach so vor dich hin. So. Ja. Ich habe mal Star Wars Squadrons, war es glaube ich, gespielt, wo du ja wirklich in so einem Cockpit dann drin sitzt und das ist ja VR-kompatibel. Mhm. Dann kannst du Star Wars in VR spielen. Hast du in VR gespielt dann? Ja. Du sitzt dann wirklich im Cockpit von so einem T-Fighter, du bist ja erstmal bei der, bei den Bösen. Ja. Und, da müssen wir jetzt gleich die Schilder ausschalten. Einer rechts, einer links. Da war Juli. Nice. Sehr cool. Und schon sind wir drin. Und dann setzt du dich das erstmal in so einen T-Fighter und sollst den dann in VR fliegen. Oh, ich bin gestorben. Ich bin da überhaupt nicht mit klargekommen. Das glaube ich dir. Das Einzige, was ich vermisst habe, ist, dass die vielleicht da noch die Steuerung auf VR-Controller einrichten. Aber das haben sie leider nicht gemacht. Das heißt, du saßt am Rechner in deinem Cockpit quasi, konntest dich auch so umgucken und so. Naja. Aber du hattest einen Controller in der Hand. Das hat das Ganze ganz schön schwer gemacht. Ja, nice. Wie viele Minikits haben wir? 5? Guck mal, da entstehen nämlich so richtig tolle Sachen draus. 8 von 10. Und damit geht's auch schon direkt weiter in die nächste Story. It's your turn, oder? Nee, du warst gerade, oder? Nee, ich glaube, du warst gerade eben. Echt? Ja, ich kann mir das eh nicht merken. Your turn. Episode 3. Du warst eben. Die Rache der Sith. Ich glaube, ich war nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Kapitel 2. Der Kanzler in Gefahr. Gefahr? Hoch über dem Planeten Coruscant liefern sich die Separatisten eine heftige Raumschlacht mit den Truppen der Republik. Auf dem Flaggschiff der Separatisten halten Count Dooku und General Grievous Kanzler Palpatine gefangen. Nach ihrer Landung im Haupthangar des Schiffes stehen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker einer Übermacht feindlicher Druiden gegenüber. Sehr feindlicher Druiden. Sehr, sehr feindlich. Sehr, sehr feindlich. Oh, das macht er aber nicht. Ich mache hier doch nur so ein bisschen ASMR. wie schön. Ich bin nicht ich. Wir müssen tauschen. Okay. Sehr schön. Jetzt bin ich desorientiert und jetzt weiß ich, wer ich bin. Gut. So. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Schiff von Grievous. Da hinten steht übrigens Grievous, aber den ignorieren wir einfach nochmal eben. Gucken wir uns nochmal an, was wir hier so alles haben. Du bist Obi-Wan, aber Obi-Wan hat jetzt kurze Haare. Ach deswegen, ja, ich war gerade ein bisschen verwundert. Upsi, so. Spuck mal ein paar Münzen aus hier. Bisschen an der Spardose gewackelt. Genau, klar. So, wo ist das zweite? Da. Das ist alles hier mega wichtig. Hier kommen wir leider, glaube ich, nicht hoch. Nein, das tun wir nicht. Dann müssen wir jetzt wohl hier mal. Komm, wir legen die alle um. Die Hebel. Jeppa! Und rein ins Tummel. So, wir müssen ein paar Hebel umlegen. Ja. Den da. Den da. So, hä? Hat er denn. So. Oh, kommen direkt ein paar Münzen raus, das war schön. Ja. Und dann gibt es hier noch diese Hebel, die spucken auch nochmal Münzen auf. Und den da. Ja, die Tür machen wir noch nicht. Nee. Was ist hier mit? Da geht auch noch was kaputt. Wollen wir jetzt wieder Münzen sammeln? Ja, also. Klar. Eieiei, das kann ja wieder dauern. Hier, guck mal, wie viel man hier machen kann. Das ist unglaublich, ist das. Wir waren doch, letzte Folge waren wir erst wahrer Jedi. Hm. Nee, das war noch nicht mal letzte Folge, das war letztes Level. Das war letztes Level, das war in dieser Folge war das. Ja, ne? Komm, dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen Tohuwabohu und rennen natürlich beide gierig zurück, um die Münzen zu sammeln. Ich glaube, ich muss näher ran und dann erst schlagen. Ich schlage immer viel zu früh. Das kann sehr gut sein. Halt, jetzt. Jetzt. Ah. Halt, Münze, Münze. So. Wie geht's denn hier weiter?
Ah, hier sind noch Hebel. Wieso kann ich den Hebel denn jetzt nicht? So, jetzt. Oh Mensch, das regnet hier Münzen, das gibt's ja gar nicht. Ach, richtig geil. Halt! Wir müssen hier hoch. So. Und nun? Kann ich das kaputt hauen? Nein. Scheinbar nicht. Da ist eine Dings, aber da kommen wir nur mit dem da kommen wir nicht Haken hoch. Weiter. Und den haben wir nicht. Ach so. Ach. Wir warum nicht einfach so? Guten Tag. So. War ein Herz. Hier ist nur ein Ding, was man wieder. Ja, da brauchen wir aber den haben wir ja nicht. Den haben wir ja nicht. Dafür kann man hier nochmal ein bisschen das machen. Und hier kann man mal ein bisschen das machen. Und dann kommt man hier auch hoch. Ja. Wunderbar. Wie komme ich jetzt hier? Ah. Zack. Toll, das Herz ist wunderbar klein. Da geht's anscheinend weiter, deswegen gucken wir erstmal hier lang. Ah! Sehr schön. Sehr schön, ich war wieder tot. Hallo? Du. Oh, das lohnt aber. Eieiei, das hat gelohnt. Na. So. Ah, jetzt. Wir sind ein bisschen verpeilt. Ja, ein aber bisschen. Das ist einfach das Alter und die Kurzsichtigkeit. Genau, und so. Der Bildschirm ist halt einfach zu klein. Mhm. Mit 27 Zoll ist dieser Computer. Die Auflösung ist auch zu klein. Ja. 1440p im Jahr 2023. Das ist ja schlecht. So. Kommst du mit oder? Komm ich da durch, ja. Ich frag mich, was passiert wäre, wenn wir jetzt verschiedene Röhren genommen hätten. Das wäre auch mal interessant gewesen. Ach du Scheiße, ich geh zurück. Du gehst zurück. Dü. Guck mal, wie schön das aussieht. Ja. Weißt du, was wir ganz vergessen haben? Nee. Thumbnails. Stimmt! Ja, da muss man das irgendwie... wieder im Nachhinein machen. Oh, da muss man wieder im Nachhinein dann. Ganz super. Bin tot. Ich seh's. Du siehst es. So. Dann können wir... Ah, jetzt wo? Hat er es auch geschafft. Können wir wieder im Nachhinein schön Thumbnails machen. Und ich finde das eben da mit der Nahaufnahme, das ist schon mal ein super Thumbnail. Auf jeden Fall. So, guck mal, hier brauchen wir L2, da brauchen wir C3PO, hier sind Münzen, die ich gerne mitnehme. Naja. Hier brauchen wir auch L2. Machst du den Türdienst? Ja, mach ich. Ich mach ja voll den Türdienst. So, Nummer 1. Upsi. Nehmen wir... Nummer 2. Ach nee, da brauchen wir C3PO. Okay, den haben wir gar nicht. Aber hier kommen wir. Hä? Hä? Ah ja. Ja. Oh. Hä? Ich bin wieder rausgesprungen. Anscheinend müssen wir hier hoch. Bin hier jetzt. Hier. Nein. Und tot. Nein. Und tot. Nee, doch nicht. Nein. Hä? Wir sind irgendwie weitergekommen. Guck mal, hier kann R2 wieder Tür. Nee, wir sind zurückgekommen. Ich wollte gerade sagen, dass ich doch genauso aus wie hier. Oh, wir sind so Profis hier. Das ist unglaublich. Es läuft richtig gut heute. Wo bin ich denn? Wo laufe ich denn lang? Du bist irgendwie neben der Spur. Ja, neben der Spur. So kann man. So, ich gehe jetzt mal hier nach links und mach den da kaputt. So. So, ich gehe jetzt auch mal hier nach links. Sammle die Münzen ein. Natürlich, er sammelt wieder Münzen. Fall runter. So, ich habe das mal richtig gemacht, ne? Du hast es mal richtig gemacht, ja. Das hatten wir tatsächlich damals in der Ausbildung, dass wir bei einem Ausbilder einen Crashkurs gekriegt haben im Schweißen. Mhm. Und kurz nachdem er uns das gezeigt hatte, kam dann der andere Ausbilder und sagte so, es ist ja alles schön und gut. Aber jetzt zeige ich euch, wie das richtig geht. Das ist ja ganz super. Wollen wir mal versuchen, da oben hinzuspringen, weil da ist noch so ein Ding. Ja. Nee, das wird nicht. Das wird wohl nichts, ne? Da. Hier kommen wir hin. Hier ist noch irgendwie was. Wohl auch nicht. Gut. Hm. Wieder zurück. Aber hier geht's weiter.
Oh. Oh. Wie wär's, wenn du mal... Ja, jetzt bin ich auch hier. Bin zweimal gestorben. Du musst mit dem Jump. Ach ja, stimmt. Oh, Mensch, haben wir vergessen. So, das brauchen wir R2. Du hast Türdienst. Ah! B. War da jetzt die Tür aufgemacht? Ja. Sehr schön, dann gehen wir mal weiter. Ah! Der Imperator. Nee, Quatsch, der Kanzler. Das ist ja der Kanzler, wir befreien ihn ja. Ja, yeah, noch ist das der Kanzler. Ich rede ein bisschen laut. Oh. Ich mach mal Droiden. Ich will doch nicht, ne? Wieso bin ich denn jetzt R2? Ich hab das doch gerade. Ich hab doch morgen gewechselt. Hallo. Wo ist denn? Ich hab total immer nicht verloren. Wo ist denn jetzt hier? Ich krieg hier Geblitzdings und so. Jetzt bin ich in Obi-Wan Episode 3. Ich sollte auch mal was tun. Ich krieg hier die ganze Zeit nur von ihm auf die Fresse. Schon wieder. Münzen. Oh ja, ist klar. Ist klar. Ja. Jetzt nach oben. Was macht das Ding denn? Ah. Das jetzt nehmen wir doch gerne mit. So. Kriegt der alte Mann ein bisschen was auf die Schnutze. Mhm. Zwei Leben hat er nur noch. Jetzt zeigen wir mal, wer hier der Boss ist. Na mal. Was mache ich denn nicht? Ich schlag die Wand hier. Hast du wieder auf den falschen Charakter geguckt? Ja, das passiert mir die ganze Zeit. Echt? Also was heißt die ganze Zeit, aber also schon öfters mal irgendwie. Ja, manchmal ist es ein bisschen unübersichtlich, wenn hier irgendwie so viel Getummel ist. Oh. So, uff da, tätere. Ich bin immer noch im Schützenfestmodus. Mhm. So, dann müssen wir jetzt wieder runter und ihm die letzten zwei Leben nehmen. Jetzt, wo du bleibst, mal hier. Auf in die Schlacht. Wo ist er? Da. Yeah. Jetzt aber. Zack. Jetzt. Schnitz. Da fehlt jetzt eigentlich noch das Töte ihn! Hm. Oh, guck mal, ich bin Palpatine. Ah, du bist Palpatine. Ich bin ja. Palpatine. Ich will wieder in die Seite. Reta. Kanzler Palpatine. So, jetzt müssen wir hier raus. Irgendwie. Der Kanzler. Wahrscheinlich müssen wir oben raus. Wahrscheinlich. Da hinten sehe ich Münzen. Ich sehe Münzen, ich gehe hin. Ich also wahre Jedi schaffen wir heute nicht. Nee, das schaffen wir dieses Mal ausnahmsweise mal nicht. Hier wahrscheinlich durch, ne? Wahrscheinlich. Guck mal, hier ist noch eine Tür. Münzen! Ja, das heißt, wir brauchen R2 oder was? Nee, das ist eine 3PO-Tür. Ach, jetzt bin ich Palpatine. Ich wollte doch... Das ist eine 3PO-Tür. Nee, das ist aber auch doof, warte mal. Hier ist... Oh, nein. Hier ist doch was. Hä? Oh, guck mal, versteckte Tür. Ich will doch nicht R2. Ist hier auch was? Nee, hier wollen wir auch 3PO. Ja. Oh Mann, ist das schwer. Dann gehen wir hier lang. Ja! Lauf! Hui! Okay, man sollte vielleicht nicht auf den Plattformen laufen. Nee. Nicht auf den. Wo bin ich denn jetzt? Du bist. Ach, da. Da. Ja, du darfst nicht jetzt auf den Löchern laufen. Okay. Ah, shit. Ah. Yeah. Boss ist fies. Oh, das ist ja richtig fies. Rüber. Yeah. Man darf da nicht irgendwie. Voll konzentriert hier. Rüber. Ja, rüber. Das ist ja falsch. Oh nee. Das könnte eine Weile dauern, bis wir hier. Das könnte echt eine Weile dauern. Scheiße. Könntest du mal nicht in die Löcher laufen? Wieso bist du... Bin ich da gerade reingelaufen? Ja! Dann verwechsel ich die Charakter hier, oder ich was? Ich bin der mit den langen Haaren. Ich steck mein Schwert weg, dann sieht man's. Da. Guck mal, jetzt kommen wir auch schon besser voran hier. Münzen.
Nee, das war eine dumme Idee. Oh nein! Nein, wir waren fast da, glaube ich. Oh, jetzt habe ich auf den falschen Charakter geguckt. So. So. Ich glaube, wenn es nur so ein Moment ist, ist es okay, aber man darf nicht scheinbar zu lange. Deswegen, wo ist eigentlich Palpatine? Weiß ich nicht. Fuck, das war wieder zu lang. Da ist Palpi. Palpitine. Palpi. Palpitine. Nein. Und jetzt? So. Immer weiter, immer weiter. Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Das reicht. Oh. Ja. Ich durch. Guck mal hier. Wir müssen brauchen R2 jetzt, ne? Fährt er das Ding jetzt zurück? Nicht sein Ernst. Hä? Aber jetzt müssen wir doch hier durch, oder nicht? Nee. Jetzt können wir theoretisch zurück und die Münzen alle einsammeln und so. Nee, zum Beispiel besser. Die blauen da. Aber mehr will ich gar nicht. Die reichen mir. Ja. Wieso bin ich denn ins Palpi? Ich weiß es nicht. So, wir sollten vielleicht doch nochmal auf die Löcher aufpassen, weil die Löcher sind ja eigentlich Türen. Naja. Nee. Schubidu, ist schön, dass er uns hier wieder ganz am Ende gespawnt hat und wir jetzt nochmal diesen Weg gehen dürfen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ah, steinig und schwer. Genau. Ja, aber wie geht denn das jetzt hier? Ach, man muss hüpfen. Also springen. Also, ja. You'd better jump. Jump. Nein, die blaue ist weg. Ach komm, scheiß auf die Münzen. Ich will erstmal das Gast hier ausdrehen. So, da ist noch Macht. Hörst du? Ja, das war jetzt auch nicht schlau. Schiebt der mich da rein? Dürfte ich mal durch. Guten Tag, ich bin Druide. Ich kann hier so durch, weißt du? Ja. Ich habe kein Schmerzempfinden. Und dann mache ich das einfach aus. Und dann könnt ihr auch wir durch. Können auch alle anderen durch. Ja, ich bin nett. Ich bin Druide. Ein Herz für Druiden. Ja, Druide, du bist nett. Nice. Also. Hier brauchen wir wieder R2 oder was? Ja, wir brauchen ein Herz für Zombies. Druiden. Wo ist er denn hin? Der ist R2 irgendwo hier hinten. Wahrscheinlich. R2? Ah. Oh, da hinten ganz. Ja, das ist ein Problem. Hier kommt R2 nicht hoch. Kannst du mal zurückkommen? Ja. Ja. Yeah. Und nun? Nun wird's lustig. Du hast die Macht auf mir benutzt und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Achso, ja gut, das war dann auch nicht so schlau. Das hast du die ganze Zeit auch vorhin gemacht. Ach so, so musst Lalalala. Du... Nein! Das war ein Versuch. Nee, das geht auch nicht. Jetzt aber. Nein! was ist denn das hier für eine... funktionieren. Was ist denn das hier? Ah! Eine Rentnerrampe. Da muss man sagen, Grievous Schiff ist ebenen barrierefrei. Ja. Für alle, ja, die das brauchen. Das kann man auf jeden Fall laut sagen. Machst du Türdienst? Ja. Jetzt wo Türdienst. Nochmal? Mit B? Muss da vielleicht auch richtig vorstehen? Hallo. Ah. Aha. Grievous. Hello there. Oh, ich rutsche schon wieder hier so aus dem Bild raus. Ich muss mal aufpassen, dass ich wieder mehr in der Kamera sitze. Das sieht man dich gar nicht mehr. Ich sitze hier so. Und krieg das gar nicht mit. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Oh, schön. Münzen. Geh du mal vor, R2. Ja! Hast du gesehen, ihr habt mit R2? Ach so.
Tag. Ich sehe nichts. Nee, irgendwie. Ja! Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Du hast gesehen, er hat kopflos noch weitergekämpft. Ja, ganz super. Müssen die Türen? Jetzt renn doch nicht so weit nach vorn! Vincent, Vincent! Boom! Das war effektiv. Die Schlacht und ich bin tot. Nein, ich bin tot. Aber ich auch, oder nicht? Vorne. Nein, du rennst da vorne rum. So, wir müssen gleich das Schiff steuern. Ja. Reeves hat sich ja schon verpisst. Eieieiei. Das nehmen wir noch mit. Jetzt wo, einmal aus dem Weg, danke. Yeah. Hier rüber. Guck mal, goldene Münzen. Goldene Münzen. Okay, hier können wir nichts machen. Dann steuern wir mal das Schiff. Ja. Und da glüht der Kohlebolzen in rasendem. Hochziehen! Hochziehen! Augen zu und durch. Ach, schön. Eine Bilderbuchlandung. Ich glaube, das sagt Obi-Wan sogar da in dem Film. Ja? Eine Bilderbuchlandung. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Level abgeschlossen. Preisspiel freigeschaltet. Passt ja, 26 Minuten. Ja. Obi-Wan Kenobi von Episode 3 haben wir jetzt auch. Und den Annie als Jedi. Mensch, das geht immer weiter hier. Kanzler Palpatine haben wir auch. Kanzler Palpatine, der Kanzler ist das. Ja, ja, der gute, nette Kanzler. Der gute. 65% immer. Noch mehr als die Hälfte ist doch nicht schlecht. Zack. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge. Genau. Tschüss.